Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu der 13. Folge des Let's Plays zu The Last of Us Part 2 und das auf meinem Kanal. Wir befinden uns noch genau hier, wo wir die letzte Folge beendet haben und springen auch hier direkt gemeinsam wieder ins Game. Also dann, meine lieben Freunde, seid gespannt, es geht los. Erzählt mal, meine Lieben, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ist bei euch heute auch so ein extrem scheiße heißer Tag gewesen? Absolut nicht normal. Zu heiß. Einfach zu heiß. Also ich denke, jeder kann mich da verstehen, wenn ich sage, ich hab's gerne warm, also Sonne, Sommer ist geil. Aber das, was heute war, war einfach schon zu crank. So. Komm mal her, meine Kleine. Du bist erstmal unser erstes Opfer. Ganz leise. Hier schön hinter die Wand kommst du. Ja. Okay. Er hat nichts mitgekriegt. Er ist absolut ahnungslos. Was ist denn mit ihr hier? Okay, komm mal her. Komm schon, wir müssen schneller da sein. Klappe. Klappe. Und leise. Halt die Klappe. Munition können wir mal gebrauchen. Okay. Jetzt müssen wir nur noch das etwas hier bekommen. Ganz ruhig. Ja. Ganz ruhig, so. Okay. So, wir gehen mal ganz kurz hierher. Ja, Munition ist sehr gut, nehme ich gerne mit. So, wo geht's denn hierher? Ah, hier sind wir, glaube ich, reingegangen gerade. Okay, ist hier. Alles klar, nee. Nee, gut. Wir gehen dann mal hier hinten lang. So, jetzt natürlich die Frage. Wir gucken erst noch mal kurz hier vorne lang. Ah. Wieso war mir das klar? So, ich schau mal hier hinten rein. Wäre natürlich schön, nicht von irgendwo jetzt überrascht zu werden. Ja, okay, sieht erstmal. Oh, fuck! Es sieht erstmal doch nicht ruhig aus. Gut, okay, ja. Jetzt kommen beide. Scheiße. Fuck. Fuck, fuck. 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 Nein, er sieht nichts. Nein! Nein, du siehst nichts. Komm her, du Schlampe. Bitch. Oh. Scheiße. Ja. Oh nein, lauf doch. Hab sie. Ach du Scheiße. Oh. Oh nein, das kannst du jetzt nicht machen. Oh! Oh! Kira! Na los! Nein! Oh! Fuck mich! Nein! Nein! Fuck, das war die falsche Waffe! Ey, Digga! Ich hab den Hund gerade gar nicht im falschen Sinn! Oh! Digga, nein! Ey, Junge! Warum bleibt der denn nicht auf der Waffe? Hier ist ja auch noch was.
Alter. Lass mich bloß in Ruhe, Alter. Oh, Digga. Verreck doch. Oh, Scheiße. Oh, Mann. Nein. Ey, verpiss dich, du dreckiger Scheißhund. Verpiss dich jetzt, dreckiges Scheißvieh. Nein, 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 nein. Du dumme Hure. Ah, ah, nein. Ah, 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 nein, nein. Ach, Scheiße. Ja, das wäre gut, dass wir darüber gesprochen haben. So eine abgefuckte Scheiße hier. Ah, los, verpiss dich hier, Wichser. Ah, los. Ah, ja, du bist der Erste hier. Halt bloß die Klappe, du Wahnsinn. Mach die Tür jetzt auf hier. Los, geh schon auf hier. Verdammte Scheiße. Mach die Tür wieder zu, genau. Das hier auch noch davor. Ihr dummen Fixer, Alter. Scheiße, Mann. Können wir denn nicht irgendwie den Strom abschalten? Okay, wir gehen ja erstmal die Treppe hoch. Mal kurz einen Schluck trinken. Okay, wo geht's hier her? Den einzigen Weg auf jeden Fall lang. Oh. Die Tür schließt sich von alleine. Gut, wir gehen weiter. Hier haben wir einen Brief oder... Ja, eine Liste. Vorratsliste. Okay. Wo sind eure Vorräte? Oh. Da bin ich bei dem Wetter ja richtig ins Schwitzen gekommen, wa? Hier gerade. Hier läuft Mucke. Bist du das, Nora? Okay, komm her. Ah, da ist jemand. Chillige Mucke auf jeden Fall. Scheiße, wann war Abby hier? Bin ich blöd. Du wirst uns sagen, wo sie hin ist. Wenn Isaac darüber mit uns redet, sage ich, was meiner Meinung nach passiert ist. Ihr könnt mich mal. Ich hab zu tun. Nora! Für die lasse ich mich nicht umbringen. Okay. Nora. Wir müssen zu dir. Okay. Das wäre geschafft. So, was haben wir denn hier noch? Haben wir hier noch ein bisschen was? Jo, jo, jo. Alles mal her. Bisschen Munition. Kann ja nicht angehen hier. Am besten als erstes den Bogen. So. Kein Mucks.
Kein Mucks. Ganz ruhig. Erkennst du mich? Ja. Du erkennst mich. Was willst du? Abby war hier. Wo ist sie hin? Ich weiß nicht. Wenn du schießt, ist sofort ein Haufen Soldaten hier. Und du wärst tot. Sag mir, wo sie ist. Vielleicht lasse ich dich gehen. Wir hätten dich töten sollen. Ja, das war euer Fehler. So wie einen Fuß in Jackson zu setzen. Wo ist Abby? Hörst du ihn noch schreien? Rück raus mit der Sprache. Was? Was soll das werden? Redest du von Joel? Ich höre ihn jede Nacht. Ja. Ja, der kleine Pisser hat bekommen, was er verdient hat. Du dummer Hilfe! Eindringling! Hilfe! Nora! Du entkommst mir nicht! Mach Platz hier. Komm her, du dumme Slut. Mach die Scheibe auf. Er schießt sie! Oh, Scheiße. Ah, Scheiße. Wo ist die dumme Sau? Du wirst dran glauben. Wo bist du? Sie hat die Tür wieder zugemacht. Da ist sie lang. Hier durch. Hab dich! Los, komm her. Ah. Ah, komm schon, nein. Los. Ah. Los, komm schon. Ah. Ah. Komm schon, Ellie. Los. Ah. Ah. Oh, Scheiße. Haltet die Klappe! Nein, nein, halt! Nein, 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 bitte! Bitte! Zurück! Leg die Waffe weg! Du kannst einfach gehen, okay? Ich will... Halt die Fresse! Waffe weg! Hände hoch! Zurück! Geh zurück! Halt! Ab in die Spuren! Scheiße. Warum Scheiße. Ist der Strom an? Ist egal. Findet den Eindringling. Komm raus hier. Nein. Komm schon. Komm schon, geh auf. Komm schon, bitte. Schnell. Ja. Okay, das haben wir richtig gut gelöst. Wo bist du hin?
Wo bist du? Sie könnte hier überall sein. Wo bist du? Da hinten hustet es. Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier durch? Da bist du ja. Du kleine Slut. Du wolltest dich also mit mir anlegen. Und du? Aha. Was? Na? Bekommt ihr wohl nicht so die Verwandlung? Du atmest Spuren. Ja, genau. Du bist es. Was denkst du sonst, wer das alles auf die Beine stellen könnte? Bist du eine Firefly? Es gibt keine Fireflies mehr. Was soll das bedeuten? Wo ist Abby, huh? Ich bin doch eh schon tot. Warum sollte ich es dir sagen? Weil ich es schnell machen kann. Genau. Oder du langsam leiden kannst. Sehr viel schlimmer machen kann. Denk daran, was er getan hat. Wie viele Menschen sind tot seinetwegen. Wo das ist deine letzte Chance. Ist Abby? Ich verrate meine Freunde nicht. Sie erinnert mich ein bisschen an Dina. Okay. Aber das, was ihr Joel angetan habt, das bleibt nicht ungestraft! Du kleine Bitch! Verrecke! Cassandra. Hallo? Ich bin's. Jemand zu Hause? Ellie. Oh, Dina. Schön, dich zu sehen. Okay? Scheiße. Ist das dein Blut? Nein. Ich werde euch alles erzählen. Sie versteckt sich in diesem Aquarium. Okay. Na komm. Wir machen dich sauber. Ja, du solltest erstmal ein Bad nehmen, Ellie. Bist ein bisschen dreckig. Und riechen tust du auch ein Stück. Nicht, dass das schlimm ist. Ich meine, bei dem, was du hinter dir hast. Arme hoch. Oha.
Wir sind hier ganz schön verwundet. Dina versorgt unsere Wunden. Hey, Ellie, kein schlechtes Gewissen. Es war verdient. Okay? Bleib cool. Sie hat geredet. Schon okay. Es musste sein. Alles gut. Ich will dich nicht verlieren. Kopf hoch. Ich sagte Kopf hoch und du machst den Kopf runter. So sollte das aber nicht sein. St. Mary's Hospital, 2 Jahre zuvor. Da oben ist Licht im obersten Stock. Aha. Wie es scheint, gehen wir dort jetzt rein. Okay. Dann schauen wir hier einmal im Schnelldurchgang einmal durch. Hab einiges zurückgelassen. Was ist denn hier? Ein ganzer Karton oder was? Komm schon. Komm schon. Da muss doch irgendwas sein. Irgendwas muss doch hier sein. Komm schon. Hier vielleicht. Ah, komm schon. Warum seid ihr denn verschwunden? Was ist denn los mit euch? Irgendwas muss hier doch sein. Hier ging's rein. Okay, was haben wir hier? Was ist das? Das Wachstum ist eindeutig mutiert. Ich bin gespannt, ob die Testergebnisse unsere Theorie untermauern. Das ist ein ganz großes Ding. Wie mein Jarak in der Hose. Okay. Was haben wir hier? Ein Gehirn? Lesen. Morgen um diese Zeit werden wir den Lauf der Geschichte verändert haben. Okay. Sonst noch irgendwie etwas, was uns hier weiterhelfen könnte. So, was haben wir denn hier für eine Tür? Ein paar Waschbecken. Könnte man allerdings auch als Pissoir benutzen. So, okay, wir gehen mal hier einmal schnell im Schnelldurchgang durch. Was haben wir denn da hinten leuchten? Hier, eine Firefly-Tasche. Was beinhaltest du? Oh, einen Walkman. Boah, wie viele von euch hatten den damals auch? Also jetzt nicht den, aber einen Walkman. Ich gehörte zu denen, die dem Schmuggler auf der Spur waren. Und dem Mädchen. Okay. Selbst wenn wir sie finden oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, ja, wäre es egal. Denn die einzige Person, die einen Impfstoff entwickeln könnte, ist tot. Was? Oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Wenn jemand anderen, der immun
wäre egal. Joey. Ellie. Ja, Joey. Was ist denn los? Mensch. Komm her. Was hast du dir nur gedacht? Mitten in der Nacht einfach so davonzulaufen. Sag doch was. Du hast mir nicht mal eine Nachricht hinterlassen. Kollege, jetzt rück mal raus hier mit der Sprache. Sag mir, was hier passiert ist. Jetzt. Wenn du mich noch einmal anlügst, bin ich weg. Dann sind wir weg. Und du siehst mich. Nie wieder. Oh ja. Aber wenn du mir die Wahrheit sagst. Dann und nur dann. Geh zurück nach Jackson. Und das ist ein Versprechen. Egal was es ist. Aber du musst jetzt ehrlich sein. Okay. Ich muss mir kurz was erstmal ausdenken. Ich bin Stroll. Ich muss mir halt kurz was ausdenken. Das bringt mir gerade nichts. Moment, Mensch, jetzt dräng mich doch nicht so. Los jetzt. Einen Impfstoff zu entwickeln. Hätte dich getötet. Ja, jetzt sind wir baff. Jetzt sind wir baff. Ist gut, Ellie. Fass mich bloß nicht an! Ich gehe zurück. Aber wir sind fertig. Wie würdet ihr entscheiden? Würdet ihr euch für eure Tochter entscheiden? Oder ein Impfstoff für alle? Ich würde jederzeit meine Tochter retten. Seattle, Tag 3. Nelly. Okay. Dina? Dina? Jesse? Jesse, wo seid ihr denn? Je mehr, desto Messer. Curtis and the Viper. Dein Lieblingsstreifen. Aber wo sind denn alle? Hier ist irgendwie das aufgebaut. Dina? Aber wo sind sie? Dina, Jesse? Oh, wir sind wieder im Kinosaal. Unsere Gitarre. Da spielen wir doch direkt mal ein Ständchen.
Okay, wir lassen es doch lieber sein. Denn das können wir ganz einfach nicht. So, wir laufen weiter. Es geht. Wo ist Dina? Jesse, was machst du hier? Machst du Türsteher? Ah, okay, sie hat sich ausgeruht. Gehen wir ein Stück. Ey, du Fliege, Alter. Was ist denn mit dir? Konnte kaum Wasser bei sich behalten. Diese eine einzige Fliege ist hier. Die ärgert mich schon den ganzen Tag. Ist sie schwanger? Hat sie es dir nicht gesagt? Mir schon. Ja. Ich verstehe, warum du hier bist. Aber sie muss zurück. Sie braucht Hilfe und die bekommt sie nicht, wenn... Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich kann Tommy nicht im Stich lassen. Er ist meinetwegen hier. Vielleicht bringst du sie zurück. Sie wird nicht ohne dich gehen. Ja. Scheiß drauf. Scheiß drauf? Holen wir Tommy. Das Aquarium, das Mädchen erwähnt hat. Tommy hat Abby noch nicht gefunden. Wir bleiben da, bis er sie hat. Und es ist okay für dich, Dina allein zu lassen? Sie will es so. Okay, dann sollten wir das respektieren. Sagen wir, dass wir gehen. Wir treffen uns draußen. Machen wir. Hey, Tina. Hi. Hey. Hey, Babe. Ruh dich aus. Du musst die Tür von uns verriegeln. Okay. Okay. Los geht's. Okay. Bei deiner Karte liegt das Aquarium am Strand. Also hier lang. Ja. Das werden wir machen, Jesse. Wir sollen in der Stadt trocken bleiben. Das ist unmöglich bei dem Regen. Also dann, meine lieben Freunde, das war's mit der heutigen Folge des Let's Plays zu The Last of Us Part 2 und das auf meinem Kanal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin raus. Bis dann und ciao, euer Lucky's Gaming TV.